Was? Na, Insekt. Du rennst aber ziemlich schnell. Also, es gibt eine Technik, und zwar indem du eine Bodenplatte baust, die quasi schwebt, ja, und dann da den Fans hin bastelst, sodass er perfekt steht und dann die Bodenplatte wieder abreißt. Ja. Ist halt nur sehr ressourcenaufwendig. Weil du jedes Mal diese Bodenplatten basteln musst. Kostspielig mit CH geschrieben? Kostspielig? Nein. Gut. War Jetzt mir werde schon ich von deinen unsicher. scheiß Viechern angegriffen, Alter. Ach, oh, leck. Muhaha. Wo ist diese scheiß Fliege, Alter? Das ist ja wie im echten Leben. Hallo? Naja, Ja, ich bin tot, Alter. Ich sterb dran. Ich arg fliege nicht. strotzt dir nur. Ja, dann ist sie vielleicht unter dir am Boden. Alter. Weil du sie nicht getötet hast. Ja, ich habe ja auch keinen Speer immer noch. Ich hatte auch keinen Speer. Ich bin halt weggerannt, so wie das ein Ja, ich war echter injured. Hasenfuß tut. Und ich war mit 300 Steinen beladen, ja. 300 Steine, Alter. Guter Mann, dann sammle ich mal Holz. Geht da jetzt mit meinem Skorpion hin, Alter? Skorpion! Komm, schnapp sie dir! Da Könnte man eine eigene Kinderserie draus machen, Scorpion. werden wir wieder bei YouTube und bei dieser Anfrage. Der Kinderanfrage. Holen Sie ein Movies, Kind. Games and Fun for Kids. Finde ich interessant, dass die denken, dass ich Schreib sowas bitte, mache. excuse me, my English is not yellow from Zach. Und alle TH mit S, ne? Ey, die Mauer sieht doch Excuse schon echt gut me. aus. I don't know why you think we have the same We are thinking, we are Zielgruppe. thinking. We have the same aim group. Ja. Aber er hat immerhin 20.000 Kanäle, könnte man sich vielleicht doch mal überlegen. Kanäle, Abonnenten. 20.000 Kanäle ist aufwendig. Das stimmt. Ah, ich habe eben 110 erreicht. Lass diese Fotze, Alter. Ich finde, wir haben uns Bitch. eine echt schöne Stelle ausgesucht. Jetzt mal ehrlich. Vor allen Dingen so mit diesem Kranz da oben rum. Ich glaube, das wird echt cool. Wo ist diese Hure? Ich... Oh, ich mach's, der Roboter. Ein Chitin und ein Raw Meat. Und die Achse ist kaputt, die Achse ist kaputt, die Achse ist kaputt. Oh, und die Achse ist kaputt, die Achse ist kaputt. Thatch, mehr Thatch. Dass es keine Zäune gibt. Arg, warum? Why do Sowas. this? Why do this? Ja, ernsthaft, sowas müssten sie mal patchen. Nicht ständig irgendwelche Viecher rein. Aber wenigstens haben sie das mit den Rampen gepatcht. Das ist ja schon mal ein Anfang. Haben wir um unsere 100 Euro trotzdem nicht bekommen. Ja, das stimmt. Die stehen uns zu. Ja, ernsthaft. Bestimmt sind wir die Einzigen, die das entdeckt haben. Aber Ja. wäre echt cool, wenn sie das aufgrund unseres, beziehungsweise deines Posters da. Aber warum nicht? Man darf ja hoffen. Johannes! Daniel! Ich habe 250 Steine für dich. Ich komme gleich. Ich hau noch kurz diesen Baum hier nieder. So, 140 Holz, 103 Thatch. Das müsste jetzt erstmal reichen. Für ein paar. Boah, ich finde, Kira steht da schon echt gefährlich nah am Abgrund. Was? Quatsch! Das ist alles ausbrechend statisch. Quatsch. Achso, natürlich. Deswegen bin ich auch Glaub mir, das durchgefallen. ist in Statik. Ja. Ist natürlich hart. Hart wie Kloßbrühe. So, Was? ja, hier kommen wir zu mir. Prost. Bin bei dir. I can't move anymore.
So, irgendwas fehlt jetzt schon wieder. Es werden alle Wetten angenommen. Stone, Wood oder Thatch fehlt. Ich sag Wood. Nein, Thatch! Oh, okay. Verdammt. Ach, da geht's weiter. So. So. Hey, ey, 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 ey. Der Skorpion folgt dir noch und rennt jetzt in den Abgrund. Also, ich bin noch hier. Ja, aber der Skorpion folgt dir. Wo ist der? Auf der anderen Seite der Mauer war der. Und da du auch Richtung Haus gelaufen bist, ist der rechts an der Mauer lang Richtung Abgrund. Der ist so geil, Alter. Roni der Weiße. Roni der Dumme. Ja, die Mauer sieht schon recht schnieke aus. Wollen wir sie drei hoch machen schon, oder? Ja, klar. Das sieht schon geiler aus. Oben Holz oder oben Stein? Mal mit Holz probieren und wenn es kacke ausmacht, also mit Stein. So. Ganz simpel. Was dann gut wäre innen, vielleicht wäre so eine Art Catwalk. Das wäre doch cool. So innen an der Mauer lang. Was? Innen an der Mauer lang, auf der zweiten Ebene, also auf der zweiten Höhe. Also Bogenschützen, Catwalk, ja klar. Ja, ja, quasi, ja. Oder ein Aussichtsturm einfach. Ja, das sowieso. Der, ich würde sagen, der kommt dann vorne auf die Klippe, oder? Vorne auf die also Klippe auf zwischen, diese... zwischen den zwei genau, Toren. Da, wo du jetzt ungefähr rumhüpfst, genau da. Bauen wir dann so einen Aussichtsturm hin. Mit einer Turret drauf. Mit 500.000 Turrets. Warnung, sie werden tot. Das ist echt, ey. Oh, ich könnte heulen, ey. Einfach tot. Einfach tot. Ach, ich brauche Wood. Und ich hau dir die ganze Zeit Thatch nieder. Ach jo. Ach Mensch. Egal, das reicht eh nur noch für eine vom Stein her. Ja, ich bin schon am Fahren wieder. Mach mal schneller. Kann nicht sein, Dani. Ich möchte wieder in meine Küche zurück. Küche gibt's erst, wenn wir fertig sind. Das sind nicht schnell respawnende Bäume. Baum gefällt, umgedreht, Stein wieder gehackt, zurückgedreht, Baum wieder da. Axt kaputt. Es ist möglich, dass demnächst ein Kumpel von mir kommt, dann müssen wir aufhören. Okay. Dann mach ich dann gleich mal den Forumbeitrag. Parasauri sind dermaßen dumm, ne? Ich zerschlage einen Stein, ich sehe so langsam, kommt Dino angelaufen, sie hält das Parasaurus, läuft er mir in die Hacke und rennt weg. Wenigstens rennt er weg und greift nicht an. Ich verschieße jetzt mein Trank Arrow in den Elefanten. Der könnte dann umkippen. Und dann kannst du ihn ausnehmen. Dann mal schauen, der rennt weg. Er braucht ja ein bisschen, bis sich das Gift entfaltet. Ich glaube, die haben die Schadenswerte der Axt ziemlich gepatcht.
Ins Gute oder ins Schlechte? Schlechte. Was auch sonst. Wo ist der Baum, der das hier verantwortet? Der muss jetzt weg. Spino lebt übrigens immer noch. Was für ein Saftsack. Den hat er wahrscheinlich nicht gefunden und dann hat er es aufgegeben. Naja, was soll's. Oh, ich verhungere und verdurste. Achso. Hast du einen Stein zerkloppt? Ja. Dann ist da noch einer. Klassiker. Ach, Axt kaputt. Ja, ich weiß, ich habe Hunger. Ich kannst ja gleich mal fragen, ob wir den Kühler auch bekommen. Mit dem Pteranodon zusammen. Ich glaube, der Acryler ist ein bisschen her. Das ist derselbe Parasaurus nochmal reingelaufen. Ich glaube, der ist klasse. Eine ziemliche Drama Queen. Ich glaube, es ist auch ein blauer Job für unserem Haus. Ich hol den mal. Jo. Wow, jetzt ist mir kalt. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Mein Dino ist tot. Mir ist warm. Ich habe weniger an und mir ist warm. Ich habe gar nichts an. Achso. Meine Sachen sind ja weg und kaputt. Zerschossen. Cool. Von so einem Spacko. Tja, wenn du auch keine schussigere Weste an hast, ne? Gib dir gleich schusssichere Weste. Also ich will einen weiblichen roten Pteranodon zurück. Du hast übrigens den Skorpion falsch rum abgestellt. Mir egal, egal, ist mir egal. Ja, bis du runterfällst das nächste Mal. Ich bin immer so ab. Ich meine, ich muss ihn nur so weit abstellen in die Mitte rein, dass ich nicht runterfall. Das kann ich mittlerweile. Das stimmt. Ach so. Das war's dann aber auch schon mit den Dingen, die du kannst. Ja. Nein, Spaß. Bin ja nur ein bisschen mad. Warum ist unten eigentlich die Tür offen? Und zwar alle. Sowohl das du hast doch vorhin also gesagt, Tag der offenen Tür. Ja, aber da dachte ich oben, weil oben, meinte ich oben, weil oben alle offen, alles offen ist und man theoretisch einmal durchgehen kann. Willst du zum Drop fliegen? Ich hau dich gleich. Spacko, ey, das ist nicht witzig. Was haben wir denn da drin? Oh, Blueprints. Für Sachen, die wir noch nicht haben. Echt? Und zwar? Nein. Lauter Blueprints, die wir schon haben. Eigentlich kann ich sie auch wegwerfen, oder? Ja, ich will. Irgendein Sattel. Rems-Hecken? Was? Ein Sattel für irgendwas. Carbonemis-Sattel, was ist das denn? Okay, bei dem weiß ich noch nicht, ob wir hier wirklich einen haben. Ach, Manu. Ronny, der Weise. Versuch ist dein Nummer Ernst? Eins. Was machst du jetzt? Warte, bist du da jetzt runter, oder was? Alter, ich habe keine Ahnung, wo die Sachen hin sind. Auch oh, nicht so wichtig. Was war das? Ich droppe den Stein, okay?
Aber bitte nicht darunter. Wieso ist das so lustig? Ja, aber ich finde die nicht mehr. Die fallen schief und dann finde ich's. Da Ja, hast du so sie. kannst du den Stein. So kannst du den Stein natürlich auch droppen. Okay. Selbstmord gefährdet? Quatsch. Den Rest lasse ich mal da drin. Besser wär's für dich. Au! Hör auf! Aber nicht all. Sprich in der Runde vielleicht nicht. Ich sehe es schon kommen, jetzt verreckt wieder einer zweimal und dann ist kein Bett mehr frei, weil Mister meinte ja, er müsste da runterhüpfen. Ah, du tippst so unglaublich laut, das ist der Hammer. Wie viel faul, faul. Geil. Darf ich Ja. dich daran erinnern, dass du gerade. Ich meine ja nur. Ah, mit dem Fernglas, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Alter, 148 Steine. Nice, Dani, nice. Also ich kann mir hier noch hey, ich schlag mal jetzt hinten. Was? Na, ich konnte mich hier noch looten. Ach so. So, da benutze ich mal das Fernglas. Wenn ich noch was sehe, bis ich da bin, Alter, weil es ist tiefste Nacht. It's a little bit dark. Wo ist unser Freund, der Spino? Auf unserer Seite jetzt schon, cool. Lecco mio. 44. Ja, Mann, Kilo. Wieso wird er gerade von dem Spino gefressen? Größenverhältnisse sind Pech. irgendwie nicht so vorhanden. Und das war's mit ihm. Ich fälle die Bäume fälle ich. Mensch, sehen die roten Petteren uns nicht schön aus? Halt die Klappe. Ja, tun sie, finde ich auch. Wirklich. Also, sind wunderschöne Tiere. Gehen nur leider viel zu schnell kaputt. Safe call. Ganz safe. Schau's probiert aus. Ja, vorhin. Aber wie gesagt, wenigstens wird's hier nicht langweilig. Turn 1. Petteren 0. Danke, bitte. Fick dich, okay. Alter Schwede. Nicht so ins Mikro pusten, da fallen mir ja die Ohren ab.
Ich hab nicht gepustet. Ah, du hast geatmet. Irgendwas hast du lautes gemacht. Raucherlunge oder was? Oh Gott. Ich hab erstmal geschissen. Im Spiel? Ja, oh, oh, natürlich. Ich hab Tee mit Z verwechselt. Jetzt habe ich statt geschissen gepfeift und gepfiffen, Alter. Tee? Was pfeift man denn auf Tee? Auf Tee pfeift man. Ja, aber was pfeift man? Das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Den Spino her. Spino habe ich eingepfiffen. Bitte nicht. Das wäre ein bisschen. Also ich könnte ihn locker anlocken, der ist in meiner Nähe. Ja. Nein, lieber nicht. Ich werd gecallt. Warte kurz. Oh. Sieh nix. So dunkel. Und ihr seht wahrscheinlich noch weniger. Das sieht nach einem Stein aus. Der meinen Namen trägt. Eieieiei. Also mein Kumpel kommt jetzt, dann machen wir mal Schluss. Okay. Alter, die Mauer ist vielleicht schon ziemlich weit, ne? Ja. Geil. Ich würde sogar sagen, jetzt, den Rest von der Mauer ziehen wir von der anderen Seite lang, weil da kommen wir ja gar nicht hin, oder? Ja, da kommt der T-Rex gar nicht hin. Also, man selber kommt da hin, aber kommt nicht drüber, aber der T-Rex kommt nicht hin. Hoffentlich. Du weißt doch, wie die Viecher sind in dem Spiel. Die machen, was sie wollen. Die fliegen. Ja. Die Zellen kommt wahrscheinlich als nächstes. Die Alpha-T-Rex, die fliegen dann einfach. Oder die Fliegen-T-Rex fliegen. Fliegen? Ja. Fliegen? Drei Mauern habe ich noch. Ah, die setze ich mal da drüben. Eine hier. Eine hier. Oh, sind sogar vier Mauern. Da. Da. Und da. So, sind alle Türen zu, oben und unten? Also, die Luke ist noch offen. Ja, die mach ich jetzt zu. Na super. Na super. Was? So. Haben wir noch was zu räuchern? Ja. Ich sehe nix. Hallo. So. Das hier müssen wir auch mal reparieren. Wir brauchen Licht in unserer Bude. Elektrisches und Licht natürlich. Dann. Fettes Tor ist zu und, Haus ist auch zu. Gott, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Adios. Heute ist mal wieder wahnsinnig viel passiert. Ultra geil mit dem Pteranodon. Ich hoffe, wir kriegen den zurück. Ich werde es jetzt gleich mal ins Forum posten und Dani muss weg. Also bis dann. Ciao. Tschüss.